Können Pflanzen eigentlich auch zu kalt haben? Ja, tropische Pflanzen zum Beispiel vertragen keine niedrigen Temperaturen. Sie sterben schon bei einigen Graden über dem Gefrierpunkt ab. Und sonst ist das Gefrieren gefährlich? Richtig. Bilden sich Eiskristalle in den Zellen, werden deren Membranen zerschnitten und die Zellen sterben ab. Manche Pflanzen vermeiden die Eisbildung, indem sie im Zellsaft eine Art Frostschutzmittel einlagern und so den Gefrierpunkt absenken. Wie beim Straßensalz? Ja, so ähnlich. Aber statt Salz verwenden die Pflanzen oft Zucker. Und was machen Pflanzen, wenn es richtig kalt wird? Viele Pflanzen haben eine sogenannte Gefriertoleranz. Dabei friert es nicht in den Zellen, sondern in den Zellzwischenräumen, sodass im Inneren keine gefährlichen Eiskristalle entstehen. Den Zellen wird durch die Eisbildung Wasser entzogen, sie trocknen also aus, werden aber nicht zerschnitten. Viele unserer heimischen Pflanzen durchlaufen im Herbst eine Abhärtungsphase, in der sie die für den Winter notwendige Gefriertoleranz ausbilden. Im Frühjahr verlieren sie diese Toleranz wieder. Deshalb sind Fröste im Herbst und Frühjahr so gefährlich für manche Pflanzen.